Ich begrüße Sie beim runden Tisch. Zwei Nobelpreise innerhalb eines Jahres. Was für eine Auszeichnung, über die sich natürlich ganz Österreich freut. Ich freue mich auf Heinz Fassmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ehemaliger Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Sabine Seidler, ehemalige Rektorin der TU Wien und ehemalige Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz. Christoph Gattringer, Teilchenphysiker und Präsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und Werner Gruber, Physiker. Schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Gruber, wir haben das Interview gehört in der ZIP 2. Man kann sagen, dieser Nobelpreis belohnt eine Forschung, wo man in absehbarer Zeit offenbar es für möglich hält, mittels eines Infrarotfingerabdrucks frühe Erkrankungen wie Krebs, Herzgefäßerkrankungen, Diabetes zu entdecken und damit dann natürlich zielgerichteter und besser Medikamente einzusetzen und auf der anderen Seite Elektronik wie Handys, Laptop etc. viel schneller zu machen. Jetzt ist es ganz klar, dass man immer fragt, wozu braucht man das? Aber ist diese Frage nicht oft das Problem am Anfang von der Forschung? Das ist tatsächlich eines der ganz großen Probleme. Als Naturwissenschaftler interessierst du dich, wie funktioniert die Natur? Du beginnst einzelne Fragen dir zu stellen, wo ganz am Anfang noch nicht einmal ein Produkt erahnbar ist. Schönes Beispiel wäre zum Beispiel, wie bewegen sich Elektronen in oxidiertem Germanium? Nennt sich Halbleiter und darauf beruht die Transistortechnologie. Das Problem ist, man erkennt immer erst später, was daraus folgt. Was wir aber wissen aus so ziemlich allen Studien, dass jeden Cent, den wir oder jeden Euro, den wir in die Wissenschaft, bewusst Wissenschaft, nicht in die Forschung, in die Wissenschaft stecken, umso mehr Erkenntnis haben wir. Und sobald wir es schaffen, diese Erkenntnis in die Forschung zu übertragen, wo es darum geht, Produkte zu entwickeln, das ist ein Mega-Gewinn. Das Problem, wir haben zum Beispiel aufgrund von den Erkenntnissen von Anton Zeilinger, sind wir fast führend im Bereich der Patentanmeldungen in Quantenkryptographie, Quantenoptik und. Weltweit, also da sind nur die Amerikaner und, glaube ich, ein paar Patente vor uns. Und da geht es um wirklich viel Geld. Und wer hätte vor, muss man sagen, 30 Jahren bei Anton Zeilinger gesagt, für das er vor über 30 Jahren ein Theorem aufgestellt, worauf das Ganze beruht, wegen einer simplen Formel, dass wir heute nur in Wien 300 Firmen haben, über vor ein paar Monaten in Salzburg, in Linz. Und da steht neben der Uni Linz ein ganz ein großes Gebäude. Es bringt wahnsinnig viel. Warum haben wir die Formel 1? Die Formel 1 haben wir nicht dafür, dass ein paar Leute Autos schauen. Das ist das größte Entwicklungs- und Forschungslabor. Das brauchen wir. Was mir im Moment fehlt, ist, damit bin ich schon fertig, dass heute sehr viele Politikerinnen und Politiker, egal welchen Couleurs, sofort fragen, ja, das muss sich ja der Bevölkerung erklären. Wenn dann der Nobelpreis da ist, sagen alle, super war's, aber die Wirtschaftskraft, die über die Wissenschaft kommt, das haben viele Politikerinnen und Politiker nicht begriffen. Jetzt bleibt eben auch die Frage, wird sich jetzt der zweite Nobelpreis zumindest als Türöffner erweisen für mehr Budget für Wissenschaft und Forschung? Frau Professor Seidler, Sie haben vor einem Jahr knapp gesagt, im Standard in Sonntagsreden geht es immer um Wissenschaft und Innovation. Wir haben Nobelpreisträger Anton Zeilinger gefeiert, aber wenn es ums Geld für die Universitäten geht, haben wir keine Lobby. Glauben Sie jetzt schon? Ganz ehrlich? Nein. Also ich denke, dass wir im Moment in der gleichen Situation sind wie vor einem Jahr. Wir haben wirklich Anton Zeilinger gefeiert und um den Inflationsausgleich für das Jahr 2023 zu erhalten, sind die Universitäten auf die Straße gegangen. Wir haben nach wie vor eine offene Situation, was die Finanzierung des Jahres 2024 betrifft. Und wir stehen vor einer neuen Leistungsvereinbarungsperiode für die Jahre 2025 bis 2027. Und auch da, wenn ich mich auf das Regierungsprogramm zum Beispiel stütze, steht drin, dass wir einen Inflationsausgleich bekommen. Das ist keine mutige Investition in die Forschung.
Herr Gattringer, Sie sind eben der Präsident des Wissenschaftsfonds FWF. Das ist Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung. Man muss dazu sagen, das hat auch heute Herr Kraus im ZIP2-Interview mehrmals erwähnt. Er weiß sogar den Tag, 8 auf 9. September, wo er diese Attosekunden mit dem Team auch entdeckt hat. Und Sie haben diese Grundlagenforschung eben finanziert, inzwischen von 3 Nobelpreisträgern, muss man sagen. Geben Sie der Frau Professor recht? Ich wollte noch ein bisschen auch etwas dazu sagen, was also auch Herr Professor Gruber gesagt hat. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, Grundlagenforschung braucht diesen langen Atem. Ja. Es ist genannt worden, 80er Jahre Anton Zeilinger, 90er Jahre bei Ferenc Krauss, wo wir mit dem FWF begleiten durften, die Forschung, und beim FWF beispielsweise in Ferenc Krauss mehr als 5 Millionen Euro investiert haben. Jetzt, 25 bis 35 Jahre später, sehen wir die Früchte dieser Arbeit, wo dann also auch die Anwendungen im Raum stehen. Ferenc Krauss hat also auch von medizinischen Anwendungen, die wir sehr interessant finden, gesprochen. Und es braucht tatsächlich diesen langen Atem. Und dieser lange Atem muss gut finanziert werden, damit man also auch die Ausdauer hat, von den Grundlagen bis hin zu potenziellen Anwendungen finanzieren zu können. Und ich hoffe doch, dass das also auch von der Politik jetzt gesehen wird, mit diesen schönen Beispielen, die wir in den letzten beiden Jahren hatten, dass dieser lange Atem auch tatsächlich zu ganz, ganz tollen Ergebnissen führt. Das hoffe ich. Herr Professor Fassmann, jetzt haben wir eine wirklich sehr kritische Professor Seidler gehört, die gemeint hat, ehrlich gesagt, nein, sie glaubt nicht, dass diese 2 Nobelpreise jetzt ein Türöffner sind. Sie waren von 2017 bis 2021 Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ziemlich kurz drauf, das war am Anfang ja nur Bildung, aber dann ist Wissenschaft und Forschung dazugekommen. Können Sie jetzt offener sprechen? Sie sind nicht mehr in der Politik, aber eben Präsident der Akademie der Wissenschaften. Ihr Nachfolger, der Minister Polaschek, wollte jetzt alle beruhigen in den vergangenen Tagen. Sind Sie beruhigt? Können Sie die hier Anwesenden beruhigen? Nein, ich habe immer offen gesprochen, auch als Politiker. Ich möchte auch vielleicht, wenn es einmal einen Konsens in einer Diskussionsveranstaltung gibt, dann ist es ja kein Nachteil. Wir haben Konsens, dass wir den langen Atem insbesondere in der Grundlagenforschung brauchen. Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin an Katalin Karogi ist vielleicht noch ein besserer Beleg dazu. mRNA-Forschung ein Leben lang, und plötzlich gibt es eine Perspektive der Anwendung über die Impfung. Wir brauchen die langfristige Finanzierungssicherheit, das ist gar keine Frage. Dazu hat sich auch die Politik bekannt. Ich erinnere an das Forschungsfinanzierungsgesetz. Dort steht in Paragraph 1, wir bekennen uns zur wachstumsorientierten Forschungsfinanzierung. Also das ist schon ein starkes Statement. Dass unser Bereich vielleicht nicht immer sozusagen auf der Seite 1 der tagespolitischen Berichterstattung kommt, ist klar, weil Forschung ist so in einem gewissen Sinn auch ein Elitenprogramm, aber unglaublich wichtig für die Zukunft Österreichs. Und deswegen bin ich weiterhin optimistisch, dass das, was wir brauchen, langfristige Finanzierungssicherheit in einem wachstumsorientierten Sinne auch geschehen wird. Reicht Ihnen das? Nö. Ich meine, man kann immer optimistisch sein, das ist schon richtig, aber was ich im Moment sehe, ich sehe diesen Optimismus eigentlich nicht. Der Christoph Gattringer hat letzte Woche, glaube ich, Alarm gerufen, weil ursprünglich über dem Pakt schon ausverhandelnde Finanzierungssummen letztendlich möglicherweise nicht kommen werden. Und er hätte das sicherlich nicht getan, wenn es da nicht eine tatsächliche Gefahr gäbe. Und ich glaube, auch für die ÖHW ist die Situation im Moment nicht ganz einfach. Das bedeutet für mich schon, dass in gewisser Art und Weise dieses Versprechen letztendlich immer wieder hinterfragt wird, und zwar nicht im Sinne der Wissenschaft hinterfragt wird. Herr Gruber wollte nur. Ich wollte nur sagen, das Diktat der knappen Kassen steht dahinter, gar keine Frage. Und ich kann es auch sagen, natürlich sind Finanzverhandlungen mit dem Finanzministerium immer durch eine gewisse Kargheit gekennzeichnet. Aber dennoch. Können Sie das
näher erläutern, was heißt gewisse Kargheit? Jetzt einfach nur wenig Geld, aber es ist ein besonderer Ausdruck jetzt. Ja, weil wir haben den Eindruck, und ich glaube, wir haben auch zu Recht den Eindruck und die Meinung, dass Forschung finanziert werden muss. Nicht nur die Universitäten, Sabine, sondern da gehört der FEF dazu, da gehört die Akademie der Wissenschaft dazu. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes, wenn man so will, Ökosystem im Bereich Forschung und Entwicklung. Und alle helfen zusammen. Dass wir appellieren müssen, regelmäßig, in einer unterschiedlichen Art und Weise, ist klar, weil das Geld von alleine nicht kommen wird. Daher bin ich auch dankbar, dass wir hier einen runden Tisch haben, um daran zu erinnern, dieser langfristige, wachstumsorientierte Forschungspfad ist das, was das Parlament beschlossen hat. Und daran möchte ich auch hier abermals erinnern. Ich glaube, wir haben das große Dilemma, und das, ich glaube, in der Chance, dass man sagt, in der Politik, wir kriegen nicht mehr Geld vom Herrn Finanzminister. Das bedeutet aber, dass der Herr Finanzminister nicht weiß, dass er damit die Wirtschaft in 10, 20, 30 Jahren damit massiv ankurbelt. Und wenn ich mir heute anschaue, wir haben sehr viele Förderungen im Bereich der Wirtschaft. Aber wenn ich mir das wirklich im Vergleich anschaue, wir wissen, dass heute die 2/3 der Wissenschaftsförderung und Forschungsförderung über die Wirtschaft erlangt ist und nicht von der Hand des Staates. Und das ist dann schon ein bisschen ein Problem, wo man sagt, das, was Wissenschaftler machen, ist dafür sorgen, dass Firmen in 10, 20, 30 Jahren entstehen und damit teilweise auch Weltmarktführer sind. Und was mir fällt, ist dieses, einmal in Amerika, wenn du heute wohin gehst und sagst, ich habe eine Idee, melden sie tatsächlich 3, 4 Firmen an und sagen, erzähl es mir, machen wir etwas. Und du heute in Österreich zu einer Firma gehst, na ja, schauen wir mal, wie weit gibt es eine Landesbundes- und so weiter Förderung. Ich glaube, wir müssen auch das Gesamtkonzept uns überlegen. Und wir sprechen heute zum Beispiel für den Ferenc Krauss, was ganz wichtig war, war diese Anschubförderung des Wittgenstein-Preises. Das hat tatsächlich diesen Nobelpreis ganz großartig verursacht. Wie viele Wittgenstein-Preise vergeben wir pro Jahr? Wir brauchen das 5- bis 10-fache, um den Jungen einmal die Chance zu geben, so, ich zeige, was ich kann. Und sobald er dann nämlich gezeigt hat, was er kann, dann kriegt er Fördermittel. Anton Zeilinger hat aus der Privatindustrie nicht so wenig Geld bekommen. Kann nicht eben auch die Gefahr bestehen, dass manche dann in der Politik, ja, manche Verantwortliche in der Politik sagen, naja, warum braucht man jetzt noch mehr Geld? Jetzt sind 2 Nobelpreise innerhalb eines Jahres entstanden, ist ja auch so gegangen. Könnte man sagen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr kurzsichtig, das so zu formulieren, weil wir tatsächlich auch in unseren Förderentscheidungen, ich komme heute aus einer mehr als 8-stündigen Entscheidungssitzung, wir immer wieder sehen, dass wir mehr exzellente Projekte hätten, international begutachtet, Top-Projekte. Wir können leider nicht alle fördern, da wäre deutlich Luft nach oben, das muss man auch relativ klar sagen. Aber man muss schon die Fakten auch auf den Tisch legen, Herr Gruber. Österreich hat eine F&E-Quote, Forschung- und Entwicklungsquote, gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei 3,3%. Das ist gemessen Europa und weltweit ein Spitzenwert. Man soll nicht so tun, als ob hier Österreich ein, wie soll ich sagen, forschungsmäßiges Entwicklungsland wäre. Wir haben viel geschaffen. Wofür ja ich plädiere, ist, weiterhin die Perspektive im Auge zu behalten. Wir müssen wissen, wohin soll sich diese Republik entwickeln? Herr Gruber, keine Frage, wir sind ein Forschungsland und die Forschung gehört akzentuiert, weil über die Forschung auch innovative Produkte für die Wirtschaft entstehen. Und das ist das, Perspektive nicht verlieren. Aber es geht ja dann darum, dass eben Wissenschaftlerinnen bzw. Forschende dann eben nicht Österreich verlassen sollen, weil das ist genau dieser Punkt. Ferenc Krauss ist zum Max-Planck-Institut gegangen. Er hat zwar die tolle Anschubförderung in Österreich bekommen, er hat hier sich habilitiert, hat hier tatsächlich Forschungsgeld bekommen und ist jetzt in Deutschland draußen. Die österreichischen Spitzenforscher, Anton Zeilinger ist vielleicht wirklich die große Ausnahme, gehen ins Ausland. Wir investieren in Ausbildung, wir haben tolle Universitäten, wo man wirklich was lernt. Wir haben teilweise sehr gute Förderungen am Anfang. Und dann musst du ins Ausland gehen. Wenn ich heute eine Vakuumpumpe brauche an der Uni, warte ich 3/4 Jahr. Wenn ich an der Harvard University habe, die am nächsten Tag, vielleicht nur, weil ich gerade Harvard University sage. Die Harvard University ist jetzt sicher, jetzt sind wir bei Weihnachten. Weihnachten und Ostern gemeinsam. Die Harvard University hat 12.000 Studentinnen und Studenten
Und das Forschungs- und Wissenschaftsbudget der Harvard-Universität ist größer als das von Gesamtösterreich. Also zu sagen, ich weiß schon mit den Prozenten und so weiter, aber ganz ehrlich, die Max-Planck-Institute, so wie wir sie in Deutschland haben, da muss ich sagen, spielen wir in Österreich leider nicht mit. Und ich kenne jetzt keine Institution, wo ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich bin nach Österreich gekommen als Professor und Institutsleiter geworden, weil ich habe hier tolle Schulen, ich habe hier tolle Kindergärten, ich habe eine tolle Infrastruktur. Danke. Ja, Frau Professor Seidler. Das ist wirklich ein guter Punkt. Weil Sie auch gesagt haben in einem Interview, Programme streichen, Leute kündigen, das ist, wäre ein falsches Signal für junge Forschende. Wie dramatisch ist denn die Situation an der TU Wien? Sie waren bis vor 3 Tagen Rektorin und genau an jener TU Wien, wo unser frisch gebackener Nobelpreisträger eben seine erste Professur hatte. Wie dramatisch ist die Situation? Also tatsächlich ist es so, dass durch unsere massiven Interventionen im letzten Jahr wir all diese Krisenszenarien abwenden konnten. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass wir das auch für 24 können, sonst beginnt das Spiel wieder von vorn. Das ist halt ein bisschen das Dilemma. Ich wollte aber was sagen zur Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Universitäten. Richtig ist, dass wir junge Wissenschaftler verlieren. Richtig ist aber auch, wir gewinnen junge Wissenschaftler. Und ich habe 12 Jahre lang Abwehrverhandlungen geführt an meiner Universität. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe ungefähr 3/4 gewonnen und 1/4 verloren. Sage ich jetzt mal. Zum Teil deshalb, weil tatsächlich die Wettbewerbssituation so war, dass wir trotz aller Bemühungen letztendlich nicht mithalten konnten. Aber die meisten, die wir verloren haben, haben wir tatsächlich aus privaten Gründen verloren. Sprich, wenn man gute Rahmenbedingungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen kann in ihrem Bereich, wenn man dafür sorgen kann, dass sie dass die Labors ausgestattet sind und so weiter, dann sind wir schon attraktiv. Und wenn das wissenschaftliche Umfeld passt, ich sage immer, es braucht die Köpfe und für mich, für eine DU, halt die Geräte. Ja. Und da glaube ich, sind wir nicht auf so ganz verlorenem Posten. Aber was natürlich ein ganz großes Thema ist, ist, wir sind halt nicht in der Lage, neue Felder wirklich flächendeckend neu groß aufzuziehen. Ja. Wir sind sehr gut, wenn wir das Bestehende letztendlich stärken, so wie wir das ja auch im Bereich der Quantenphysik tun, so wie wir es letztendlich auch mit den Clusters of Excellence machen. Ja. Also das ist auch ganz wichtig. Also ich spreche mich da überhaupt nicht dagegen aus. Aber wirklich auch in neue Felder zu gehen, fällt uns sehr schwer, weil wir einfach die Anschubfinanzierungen nicht zusammenbringen. Wenn ich etwas ergänzen darf, also ich glaube, dass wir gerade im Nachwuchsbereich wirklich attraktiv sind. Wir sehen das jedes Jahr bei den Entscheidungen der FWF-Startpreise. Also auch Ferenc Kraus hat einen gewonnen. Da sehen wir, dass also knapp die Hälfte der Preisträger, Preisträgerinnen auch aus dem Ausland kommen, um in Österreich zu forschen. Ist natürlich nicht über alle Disziplinen gleich verteilt. Bei einigen sind wir besonders stark. Physik gehört da ganz sicher dazu. Ich stimme dir aber auch zu, dass wir durchaus bei den ganz, ganz großen Projekten noch nachschärfen können, noch besser finanzieren können. Du hast das Cluster of Excellence Programm, das FEF, angesprochen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, das auch in der nächsten 3-Jahres-Vereinbarung des FEF finanzieren zu können. Das sind große Flaggschiffe in der Forschung, bis zu 70 Millionen Euro für 10 Jahre. Und darum kämpfen wir so dafür, dass unser nächstes 3-Jahres-Budget auch eine zweite Runde dieser Cluster ermöglicht. Kämpfen Sie da eigentlich mit? Haben Sie Kontakt mit dem amtierenden Minister? Ich glaube, wir haben alle Kontakte mit den Ministern und wir sprechen mit ihnen. Wobei ich nicht den Eindruck habe, dass das Problem nicht verstanden wird. Die Schwierigkeit ist halt dann vom Bekenntnis hin auch zur tatsächlichen Budgetzahl zu kommen, angesichts der vielen konkurrenzierenden Erfordernisse des Staatshaushaltes. Deswegen glaube ich, wahrscheinlich unser gemeinsamer Appell, Forschungsland Österreich, das ist die Vision, wohin wir kommen wollen und müssen wahrscheinlich auch, weil wir können nicht mit günstigeren Löhnen konkurrenzfähig sein. Wir können es nur mit den Köpfen und mit der Intelligenz der Produkte, die wir letztlich aus der Forschung heraus entwickeln.
Und Herr Gruber, ich war C4-Professor an der TU München, glaube ich, eine Exzellenzuniversität. Ich bin gerne nach Wien gekommen. Also ganz so mit der schlechten Konkurrenzsituation ist es auch nicht. Aber im Interview von Ferenc Kraus in der ZIP2 hat er sehr diplomatisch eben geantwortet. Insgesamt hat er diplomatisch geantwortet. Ja, ein sehr gutes Interview. Ungarn, ja. Was hat denn das Max-Planck, also diese Max-Planck-Gesellschaft mit ihren ganzen Instituten, was macht da München so einzigartig? Er hat schon gesagt, es ist gewissermaßen weltweit ein einzigartiges Umfeld. Also was ist denn am Umfeld anders oder was bräuchten wir in Österreich, dass wir das auch haben? Wenn du am Max-Planck-Institut forschst, hast du den großen Vorteil, dass du einmal ganz primär gesagt keinen Rechtfertigungsdruck hast. Du musst für niemanden arbeiten. Wir haben sehr wohl an den Universitäten, ich habe jetzt letzte Woche wieder mit einer Kollegin gesprochen, die sich vor kurzem habilitiert hat, hat gesagt, naja, die ganzen Papers habe ich eigentlich schreiben müssen für meine Chefin. Das ist jetzt nicht das, was das Konzept Wissenschaft und Forschung auszeichnet. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen, kann ich Ihnen auch einen Namen geben. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt tatsächlich am Max-Planck-Institut begonnen hat. Und der hat mir gesagt, weißt, das war jetzt das erste Mal, dass ich gefragt worden bin, warum, was willst wirklich forschen und das ohne Rechtfertigungsdruck. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die machen Papers. Bei uns in der Physik ist es üblich, 2-3 Papers im Jahr zu machen, damit du einen gewissen Ruf beinhaltest. Erklären Sie trotzdem kurz, also Papers, eine wissenschaftliche Arbeit. Am Max-Planck-Institut kannst du einmal 2 Jahre nichts machen und dann hast du ein dickes Brett gebohrt und dann geht wirklich was weiter. Und das ist schon ein gewisser Unterschied, wo ich einfach sagen muss, du hast Geräte en masse, du hast Geld, brauchst dir nicht Gedanken machen, was passiert in 5 Jahren. Wir haben sehr viele Förderungen, die einfach nur auf 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre und wo du eigentlich schon überlegst, wie kommst du ans nächste Projekt. Max Planck ist einfach gut. Ich glaube, ganz ein wichtiger Aspekt, den Sie angesprochen haben, den Anton Zeilinger betont hat und der auch im ersten Interview von Ferenc Kraus heute zu hören war, ist die Freiheit. Ja. Neue Ideen, risikoreiche Ideen mit hohem Innovationsgrad verfolgen zu können, ohne unmittelbare Anwendungen im Blick zu haben. Und ich glaube, das ist also das Gemeinsame an all diesen Nobelpreisen. Und wir können also auch noch über die Emmanuelle Charpentier, die also auch in Österreich geforscht hat, von uns gefördert wurde, diese Freiheit und den Nobelpreis in Chemie 2020 gewonnen hat, diese Freiheit zu geben und diesen so hochtalentierten Personen wirklich auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch der Kern von diesen 3 Förderungen, die also diese Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerinnen erfahren haben. Umso wichtiger ist es, dass die Systeme auch gut zusammenspielen. Weil in unserer aktuellen Verfasstheit ist es so, dass ein Großteil der wissenschaftlichen Geräte letztendlich über die Universitätsbudgets zur Verfügung gestellt wird, die Labors ausgestattet werden. Damit können dann ordentliche Förderanträge geschrieben werden, die dann, wenn man Glück hat, auch noch bewilligt werden. Also so gesehen ist das schon ein großes Zusammenspiel. Und man sieht schon erfolgreiche Forscherinnen und Forscher, die holen sich ihre Drittmittel. Auf der anderen Seite, also und zwar nicht nur auf, wir dürfen nicht nur an Europa denken, wir müssen natürlich auch an die EU denken. Na, gerade in der Grundlagenforschung ist ja der European Research Council vorbildhaft in der Förderung, gerade von Projekten, die tatsächlich ein hohes Innovationspotenzial, sagt man dazu, die ein hohes Innovationspotenzial haben. Und wir, gerade die TU Wien, ist außerordentlich erfolgreich für eine technische Universität, was das betrifft. Und wir fördern das auch sehr, auch das Zusammenspiel zwischen Grundlagenforschung und eher anwendungsnäherer Forschung, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass es ganz wichtig ist, auch die Forscherinnen und Forscher der verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch einen Aspekt, den der Herr Gruber jetzt indirekt angesprochen hat, nämlich dass Nachwuchswissenschaftlerinnen einen extrem hohen Druck ausgesetzt sind, um eben halt auch in ihrer Karriere weiterzukommen. Ich glaube, an diesem System, da wird gearbeitet im Moment, getriggert teilweise durch die EU, aber auch aus eigenem Antrieb, weil wir sehen, dass wir Forscherinnen und Forscher letztendlich mit unserer Zahlenmetrik schneller, weiter, höher, mehr
Papers und so weiter auch in ihren Karrierepfaden nicht unbedingt befördern. Genau. Was jetzt der Professor Gartringer mit der Freiheit, das hat heute Professor Zeilinger in der 17 Uhr ZIP gesagt, eben, dass er und Kraus zu einer Zeit in die Schule gegangen sind, auf der Uni studiert haben, wo nicht alles so fair bürokratisiert war wie heute und viel mehr Freiheiten. Können Sie dem schon was abgewinnen, oder? Also jetzt sind schon die wesentlichen Dinge für ein erfolgreiches Forschungssystem genannt worden. Freiräume gewähren, Langfristigkeit, wachsende Budgets. Denn es geht um eine hohe Dichte von Forschungseinrichtungen. Warum ist München so erfolgreich? Zwei exzellente Universitäten, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft und viele forschungsstarke Industrien in der Stadtregion München. Daher wissen wir auch, wohin wir gehen müssen. Aber diese Freiheit, also das habe ich jetzt von allen dreien gehört, also eben diese Freiheit zu haben, nicht dann wissenschaftliche Arbeiten ununterbrochen zu schreiben, um dann einmal in Ruhe forschen zu können, finde ich ganz gut von Ihnen, Herr Gruber. Aber trotzdem möchte ich dieses Beispiel von Rüschlikon gern hören. Rüschlikon. Das ist in der Schweiz. Da ist die Freiheit ja ganz groß geschrieben auch. Können Sie mir das kurz erklären? Und zwar Rüschlikon ist das IBM-Forschungszentrum, also von einer Firma. Und die hatten einmal die höchste Nobelpreisträgerdichte. Sie haben klassische Auftragswissenschaft und Auftragsforschung gemacht, haben relativ normale Bezahlung bekommen und nach 3 Jahren haben sie 1 Jahr frei bekommen. Und sie haben diesen einen Jahr machen können, was immer sie wollen, eine Weltreise oder, und es hat dann 2 Karrierewege gegeben, was diese Herrschaften gemacht haben. Manche haben eine Firma gegründet, die dann übrigens auch wieder IBM beliefert hat. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben sich gesagt, jetzt komme ich endlich zum Forschen, was ich wirklich in Ruhe machen, wie wir die Geräte durften sie benutzen. Hat dazu geführt, dass die Hochtemperatur-Superleiter sind genau dort, und dafür hast du den Nobelpreis gegeben und noch viele andere Nobelpreise. Und das ist genau das, was ich meine, diese Freiheit zu haben. Aber vielleicht auch eine Idee für uns. Ich möchte gern noch reden, was zu tun ist gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis. Es hat heuer eine Studie gegeben, eine IHS-Studie Anfang des Jahres. Desinteresse an Wissenschaft ist ausgeprägter als Skepsis, aber seit Jahrzehnten zeigen die Menschen in Österreich in verschiedenen Umfragen ein geringes Interesse an Wissenschaft, verbunden aber mit einer Wissenschaftsskepsis. Wie kann man denn das Vertrauen in die Wissenschaft fördern? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir auch mit einer Situation konfrontiert sind, die aus meiner Wahrnehmung heraus widersprüchlich ist. Universitäten gehören nach dem Roten Kreuz zu den Einrichtungen, die höchste Reputation in Österreich haben. Und gleichzeitig diskutieren wir in Umfragen, die ÖHB ist ja da sehr vorbildlich auch und arbeitet sehr viel in diesem Thema, darüber, dass die Menschen wissenschaftsskeptisch sind. Ob das ein Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, weil ich ja finde, Skepsis gehört auch zur Wissenschaft dazu. Wir bringen keinen wissenschaftlichen Fortschritt zustande, wenn wir nicht das, was wir tun, permanent hinterfragen. Und dieses Recht sollten wir auch den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes zugestehen. Trotzdem finde ich, wir müssen natürlich mit ihnen diskutieren und müssen Wissenschaft erklären. Und müssen versuchen, so gut es uns irgend möglich ist, das, was wir tun, auch in eine Sprache herunterzubrechen, die Menschen auch verstehen können. Und das ist etwas, was man lernen muss und was man auch üben muss letztendlich. Ich glaube, ein Teil dieser Strategie kann sein, einfach auch Inspiration zu ziehen aus den Nobelpreisen, die wir jetzt erfreulicherweise hier in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Ich habe dasselbe erlebt, wie stark diese Inspiration wirkt. Bei der Wittgenstein-Preisverleihung diesen Sommer laden wir immer auch ein Teilnehmer der Physik-Olympiade, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, so eine Gruppe von Schülern, und die kommen da herein und fragen, naja, hoffentlich sehen wir den Zeilinger. Und da sieht man also wirklich sehr schön, wie also das auch motiviert. Und ich glaube, mit hochmotivierten jungen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die als Multiplikatoren für die Leistungen der Wissenschaft dienen, ist vielleicht ein kleiner Schritt, auch dieser Skepsis entgegenzutreten. Ich empfehle auch, die Mathematik-Olympioniken einzuladen. Ich bin auch eingeladen, aber da haben wir keinen Nobelpreis, wie du weißt. Nein, die Nobelpreise sind sicherlich eine Chance, Vertrauen in die Wissenschaft wiederzuerlangen. Wobei Skepsis ein Teil davon ist, gar keine Frage. Anton Zeilinger ist bekannt, man kennt ihn auf der Straße. Er ist eine Person der Öffentlichkeit und das ist gut so. Unabhängig davon müssen wir klarerweise unsere Forscher und Forscherinnen auch anleiten, eben zu erklären.
nicht nur die Resultate zu erklären, sondern auch, was bedeutet eigentlich wissenschaftliches Wissen, welches immer wieder erneuert wird, welches nicht fix ist, aber auch eine ganz besondere Qualität besitzt, nämlich eine Qualität, dass sie überprüfbar ist, unabhängig von der Person, der zu einem wissenschaftlichen Ergebnis kommt. Also dahingehend wichtige Angelegenheit. Mhm. Ich glaube, wir haben nicht so viele wissenschaftskritische oder ich sage jetzt mal Wissenschaftsleugner. Kritisch ist ja in Ordnung. Ich glaube einfach, die sind nur sehr laut durch die sozialen Medien. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin relativ häufig am Praterstern, wo mich dann Leute ansprechen und zurückkommen, Herr Gruber, ich habe eine Frage. Ja, dann beantwortet man sie und dann kommt man auch ins Gespräch und dann, ja, aber ich habe gehört, der Klimawandel ist eh nicht so schlimm, weil der war immer schon da. Und dann braucht man nur die Frage stellen, wie lange braucht es von einer Kälte zu einer Heißperiode? Ja, puh, irgendwie, sage ich, ja, das braucht normalerweise mindestens 10.000 Jahre, können Sie nachschauen. 10.000 Jahre, aber wir haben das in 250 Jahren geschafft. So, und auf einmal sind wir schon im Gespräch, wo der selber Fakten bringt. Und das ist es, mit den Leuten reden. Gut, ich danke Ihnen. Am 10. Dezember wird Ferenc Krauss den Nobelpreis in Händen halten. Er will der nächsten Generation weitergeben, wenn man an etwas glaubt, weitergehen und sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen. Anton Zeilingers Motto lautet übrigens auch, was ich weitergeben will, ist, wenn du an etwas dran bist, das du spannend findest, dann mach das und pfeif drauf, was andere sagen. Das ist das Allerwichtigste. Damit danke ich meinen Gästen am runden Tisch für ihr schnelles Ja zur Einladung und Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Bei uns in OF2 widmet sich Kreuz und Quer im Rahmen unseres Programmschwerpunktes zum Thema Gesundheit pflegenden Kindern und Jugendlichen in Österreich. Unglaublich, rund 43.000 Kinder und Jugendliche pflegen in Österreich ihre Eltern daheim. Was das für sie bedeutet, welche Herausforderungen sich dabei für Familien und die Gesellschaft zeigen, beleuchtet die sehenswerte Dokumentation. Und eine neue Nachricht, die gekommen ist und in einer der nächsten News-Sendungen bei uns behandelt wird, ist offenbar, dass in den USA McCarthy offenbar abgesetzt wurde. Mehr dazu in der ZIP 3. Auf Wiedersehen.